Italien. Land der Pizza, der Pasta und der Liebe. Doch es ist auch das Land der Geheimbünde, der Mafia, geplagt von Terror und politischen Morden. In den 70er Jahren spinnt sich ein dunkles Netzwerk über Italien. Seine Fäden reichen in die obersten Ebenen von Politik, Banken, Militär und Geheimdiensten. Ein Mann zieht dabei aus dem Schatten die Strippen. Licio Celi, Chef der sagenumwobenen Freimaurerloge P2. Er verfolgt vor allem ein Ziel. Er will den Aufstieg der Kommunisten verhindern. Und das um jeden Preis. They took the babies out of incubators to die on the cold floor. The total influence, economic, political, even spiritual, is felt in every city by the military-industrial complex. Rom im Jahr 1978. Das Land ist gespalten. Seit Jahrzehnten ringt die kommunistische Partei um die Regierungsmacht im Land und das auch mit einigem Erfolg. Wie in keinem anderen westeuropäischen Land können die Roten etliche politische Erfolge feiern. Und das auch landesweit. Mit über 30% gehört die kommunistische Partei Italiens zu den wichtigsten politischen Kräften des Landes. Und nicht nur das. In Kürze sollten die Kommunisten auch Regierungsverantwortung übernehmen. Und das dank diesem Mannes, Aldo Moro. Der Ministerpräsident der christlichen Partei will einen historischen Kompromiss mit den Kommunisten eingehen. Der Kampf zwischen dem bürgerlichen und dem kommunistischen Lager müsse endlich beendet werden, so Aldo Moro. Italien wäre somit das erste und auch einzige Land des Westens mit einer kommunistischen Partei in der Regierung. Doch zum Schulterschluss der beiden Lager sollte es nicht kommen. Noch am selben Tag, kurz bevor die neue Regierung vereidigt werden soll, wird der Ministerpräsident Aldo Moro entführt. Vier Leibwächter sowie der Fahrer wurden erschossen, berichtet der Reporter des italienischen Senders Rai. Aldo Moro wurde entführt. 55 Tage Bangen und rund um die Uhr Berichterstattung. Dann der 9. Mai 1978, 13.30 Uhr. Soeben erhalten wir eine Eilmeldung der Presseagentur ANSA. Eine Leiche wurde in einem Auto in der Via Caetani gefunden. Sie liegt in Decken gehüllt auf dem zurückgeklappten Rücksitz des Fahrzeugs. Aldo Moro war erschossen worden. Die dramatischen Ereignisse, ein Schock für die gesamte italienische Gesellschaft. Die linksextreme Gruppe der Roten Brigade bekennt sich zum Mord an Aldo Moro. Sie wollen eine gemäßigte kommunistische Regierung verhindern. Die Mitglieder der Brigade, sie träumen noch immer von der Revolution. Angeblich. Politische Morde wie dieser sind im Italien der 60er bis 80er Jahre keine Seltenheit. Ebenso wie fürchterliche Terroranschläge. Bologna im nördlichen Italien. Vor dem Hauptbahnhof der Stadt steht die Zeit still. Der Zeiger der großen Uhr verweilt stets auf 10.25 Uhr. Die Uhr erinnert somit an die schrecklichste Gräueltat, die in Italien seit dem Zweiten Weltkrieg verübt wurde. Im Jahr 1980 explodiert im Bahnhofsgebäude eine Bombe. Der Anschlag fordert 85 Leben und verletzt über 200 Menschen. Das Attentat ist nur ein trauriger Höhepunkt einer ganzen Reihe von Terrorangriffen. Ein Bombenattentat auf der Piazza Fontana in Mailand, zwei Bombenangriffe auf Züge und der Einsatz von Autobomben. In den meisten Fällen werden Kommunisten für die Anschläge verantwortlich gemacht. In den 70er Jahren ist ganz Italien in Angst und Schrecken versetzt. Und auch die politischen Morde nehmen kein Ende. 4 Jahre nach Aldo Moros Tod sorgt ein anderer prominenter Todesfall für Unruhe. Roberto Calvi. Er ist Präsident der mächtigen Bank Ambrosiano.
Sie ist eng mit den Banken des Papststuhls verflochten. Der Vatikan ist sogar der Hauptaktionär der Banco Ambrosiano. Roberto Calvi wird deshalb auch der Bankier Gottes genannt. Doch Ende der 70er Jahre läuft es schlecht für ihn. Der mächtige Banker hat sich verzockt. Die Bank steht in der Kreide. Und das mit umgerechnet 750 Millionen Euro. Angeblich ruft er sogar persönlich den Papst um Hilfe, aber anscheinend ohne Erfolg. Nur wenige Tage später wird Calvis Leiche in der Themse in Großbritannien aufgefunden. Seine Sekretärin stürzt am selben Tag in Mailand aus dem Fenster. Auch Calvis Geschäftspartner Michel Sindona wird einige Jahre später tot aufgefunden. Die Todesursache: eine Ciancali-Kapsel. Auf diese Todesfälle folgen die umfangreichsten Ermittlungen, die das Land je gesehen hat. Noch Jahrzehnte später sorgte der Fall Calvi für atemberaubende Enthüllungen. Die italienische Politik wurde von geheimen Zirkeln und Gruppen bestimmt. Sie hatten eine unvorstellbare Machtfülle inne. Denn Calvi war nicht nur einer der mächtigsten Banker Italiens. Er war in einem gigantischen Netzwerk von Geheimdiensten und der Unterwelt verstrickt. Beispielsweise nutzten der Vatikan und die CIA sein Finanzimperium, um Geld nach Polen zu schleusen. Dort hat man die hiesige Revolutionsbewegung gegen die Sowjetunion unterstützt. Doch nicht nur der Papst und Geheimdienste waren treue Stammkunden von Roberto Calvi. Auch der berüchtigte Waffenhändler und Drogenbaron Pablo Escobar aus Kolumbien war ein enger Geschäftspartner. Pablo verdiente über 5 Millionen Dollar pro Woche. Estás gastando mucha plata, Pablo. Usted lava el dinero. Eso no fue lo que hizo Al Capone, pues. Al Capone nunca tuvo tanto billete, Pablo. Und auch die sizilianische Mafia, Cosa Nostra, nutzte die Bank, um ihre Einnahmen aus Prostitution, Heroin und Waffenhandel reinzuwaschen. Als die englischen Behörden nach dem Fund von Roberto Calvis leblosen Körper von einem Selbstmord sprachen, gab es in Palermo, im Hauptquartier der sizilianischen Mafia, ein großes Gelächter. So berichtete es ein ehemaliges Bandenmitglied. Erst 20 Jahre später haben die Behörden diese Einschätzung revidiert. Heute ist klar, Roberto Calvi wurde ermordet. Und auf eine weitere Spur stößt die Staatsanwaltschaft bei ihren Ermittlungen. Roberto Calvi war nicht nur Banker des Vatikans und der Mafia. Er war auch Mitglied einer der mächtigsten Geheimbünde Italiens, der Freimaurerloge Propaganda Due oder kurz P2. Der Chef der Loge war Licio Celli. Celli sah sich selbst als Puppenspieler und gehörte zu den einflussreichsten und mächtigsten Menschen des Landes. Bei einer Hausdurchsuchung in seiner Villa stoßen die Ermittler schließlich auf eine Liste mit 962 Namen. Schnell wird klar, es ist die Mitgliederliste der Freimaurerloge P2. Die Namen auf der Liste sind das Who is Who der Elite Italiens. Darunter die Chefs der Geheimdienste, 3 Minister und 5 Staatssekretäre der Regierung sowie 44 Abgeordnete. Dazu kommen Dutzende Generäle, andere hohe Militärs, Diplomaten, Richter und auch Staatsanwälte. Daneben mächtige Vertreter aus der Wirtschaft. Der berühmteste aus heutiger Sicht, Silvio Berlusconi, Inhaber eines gigantischen Medienimperiums und später selbst Ministerpräsident Italiens. Die Mitgliedschaft in der P2 war für die eigene Karriere wohl höchst zuträglich. Doch das Ausmaß der Verschwörung ist weit größer als nur ein korrupter Geheimclub. Denn die Ermittler fanden heraus, dass die P2 noch eng mit anderen Geheimstrukturen im Land verflochten war. Zum Beispiel mit der NATO-Geheimarmee Cladio. Eine Armee, die sich im Geheimen auf einen möglichen Überfall der Sowjets vorbereiten sollte. Für den Fall, dass die Rote Armee Italien besetzen würde, würden die geheimen Truppen von Cladio einen Partisanenkrieg organisieren. Dafür wurden Soldaten rekrutiert und geheime Waffenlager eingerichtet. Modernen Forschungen zufolge hat sich die Geheimarmee aber nicht nur auf vorbereitende Maßnahmen für den Fall einer Invasion beschränkt.
Die Struktur von Claudio, sie wurde auch ganz aktiv genutzt, um den drohenden Aufstieg der Kommunisten zu verhindern. Und dazu hat man eine mächtige Allianz geschmiedet. Die Freimaurerloge P2, die NATO-Geheimarmee Claudio, hat sich gemeinsam mit inländischen und auch ausländischen Geheimdiensten verbündet, allen voran der CIA. Sie schrecken auch vor der Zusammenarbeit mit neofaschistischen und rechtsextremen Gruppen nicht zurück. So soll Licio Celi mit Junio Verlio Borghese unter einer Decke gesteckt haben. Borghese war ein faschistischer Politiker, der während des Zweiten Weltkriegs eng mit den Nazis kooperierte. Er wurde auch der Schwarze Prinz genannt. Im Jahr 1970 bereitet er einen Staatsputsch vor. Doch in letzter Minute wird er abgeblasen. Warum, ist bis heute unklar. Diese unheilige Allianz aus Geheimdiensten P2 und Claudio verfolgt eine perfide Strategie, um die Kommunisten politisch zu bekämpfen. Sie wird heute die Strategie der Spannung genannt. Der Plan dahinter: Geheimdienste und rechte Gruppen sollten das Land mit Terror überziehen. Die Schuld sollte dann aber den Kommunisten in die Schuhe geschoben werden. Dadurch würden sie dann massiv an Zuspruch und Rückhalt in der Bevölkerung verlieren. Die Gelder für die verdeckten Operationen liefen durch schwarze Kanäle, wie die Banco Ambrosiano von Roberto Calvi. Inzwischen gehen die meisten Experten heute davon aus, dass zahlreiche, ja wenn nicht sogar die meisten Attentate, auf das Konto dieser Freimaurer-Geheimdienstverbindung gehen. So auch der Anschlag auf den Hauptbahnhof in Bologna. Und auch etliche Namen der Entführer von Aldo Moro standen auf der Mitgliedsliste der P2. Mächtige Logenmitglieder aus Regierungszirkeln, Geheimdiensten und den Medienkonzernen konnten allerdings die Ermittlungen lange Zeit blockieren und so die Wahrheit über lange Zeit erfolgreich verschleiern. Noch heute sind noch viele Fragen um das mächtige Netzwerk von Licio Celi unbeantwortet. Dennoch haben die Ermittlungen das Bild vom italienischen Staat tief erschüttert. Der Fall um die Freimaurerloge P2 zeigt deutlich, wie mächtige Strippenzieher die Macht im Staat korrumpierten, für ihre eigenen Vorteile nutzten, Ermittlungen blockierten, sich mit Neonazis und Faschisten verbünden und nicht einmal vor Staatsterrorismus zurückgeschreckt haben. Licio Celi wurde in den 80er Jahren für seine Taten zwar erfolgreich verurteilt, er hat sich aber rechtzeitig in die Schweiz abgesetzt. Auf seinem Schweizer Bankkonto sollen sich 100 Millionen US-Dollar getürmt haben, also genug für den Ruhestand. Im Jahr 2015 starb er dann schließlich im Alter von 96 Jahren. Doch sein Schatten regiert bis heute Italien. Noch heute haben viele Angehörige der Opfer des Terrors keine Gerechtigkeit erfahren. Und auch die Geheimbünde scheinen nach Licio Celi in Italien weiter Bestand zu haben. 2010 wurde ein neuer Skandal um einen Geheimbund bekannt, der das Land unterwandert haben soll. Die Ermittler nannten diesen neuen Geheimbund passenderweise P3.